Seid gegrüßt, meine lieben, tapferen Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Rising World. Ist immer noch die gleiche Aufnahme und ich habe einen Knochen gebrochen. Ich trinke erstmal einen Schluck Kaffee. Kaffee ist ja auch überlebenswichtig. In der letzten Folge hatten wir über I Will Survive geredet und ich kann in dieser Folge noch nicht darauf eingehen, weil, nämlich, ich bin noch gar nicht, das ist immer noch die gleiche Aufnahme, wollte ich sagen. Wir haben ganz viel Holz gemacht und wir haben uns ganz viel die Knochen gebrochen. Und wir haben über das Thema I Will Survive geredet und uns passend dazu im Takt die Knochen gebrochen. Sehr schön. Und jetzt müssen wir nach Hause und das Holz verbauen, was wir gerade aus den Stämmen geschlagen haben. Hier geht's lang. Ah, schön. Und ich bin gar nicht sicher, ob das jetzt neu ist, ob das jetzt schon wieder ein neues Update ist. Ich gucke mal. Version 0.5.3.1. Nee, ist immer noch dieselbe, glaube ich. Na, dann hatte ich das irgendwie übersehen, dass man sich auch die Knochen brechen kann. Ah, zu Hause. Gucken, ob ein Schwein in die Falle gegangen ist. Nö. Ich schätze, da werden wir uns irgendwann mal einen Pool rausmachen. Wenn es dann Wasser gibt. Und hier der total sinnlose Marktstand, weil man hier ja nichts reinlegen kann. Unsere Brücke hier unten, die machen wir auch bald weiter. Aber erstmal wollen wir weiter einrichten. Und, oh wei, haben wir da noch was drauf liegen? Nee. Da müssen wir den mal ausschalten, unseren Smoker. Ja, ich kann dann in der nächsten Folge erst auf die Sache eingehen. Auf die Sache eingehen. Haben wir den jetzt ausgeschaltet? Ja, ausgeschaltet haben wir. Ne? Gut, mit dem I Will Survive auf das Thema. Aber das machen wir dann auch. In dieser Folge werden wir erst nochmal weiter an der Küche bauen. Da habt ihr auch alle geschrieben, die Küche sieht schon ganz gut aus. Und mach mal weiter. Machen wir, ne? Henry, grüß dich, alter Stutzen. Ich habe mir die Knochen gebrochen. Hier, guck mal, da, alles kaputt. Was mache ich denn da? Gibt's da irgendwas? Mal gucken. Waffen verschiedenes vielleicht. Ein Smoker, ich könnte es mit einem Grillrost reparieren. Hilfsmittel. Ein Kompass, ne. Ich glaube, da gibt's noch nichts. Ich glaube, das müssen wir einfach verheilen lassen. Schief zusammenwachsen. Na toll. Dann werden wir wahrscheinlich ewig humpeln. Sind bei der humpelnden Opa. Humpeloper auch genannt. Der Humpeloper, der in der Bergvilla wohnt. Na klasse. Das ist ja wunderschön. Oh, guck mal hier, unsere wunderschöne Küchenecke. Und genau, wir brauchten hier noch. Wir wollten hier noch diese Dinger machen. Ich muss mir das erstmal jetzt in die Erinnerung zurückrufen. Und Lampen. Und Lampen wollen wir machen. Gut, machen wir das. Ja, neue. Mal gucken, ob wir irgendwelche Posteingänge haben. Ganz viele Bilder. Können wir auch mal wieder ein paar aufhängen oder ein paar neue hinzufügen. Ein paar gehen noch. Müssen wir so ein typisches Küchenbild. Was ist ein typisches Küchenbild? Wir wollten Blöcke machen. Holzblöcke, genau. So war's. Okay, dann schauen wir doch mal. Holzplanken waren es, glaube ich, nicht. Es waren, glaube ich, tatsächlich Holzblöcke. Und da waren es diese hier. Dann brauchen wir davon jetzt mal welche. Machen wir mal so. So, das soll erstmal reichen. Ist ja nur die Kücheneinrichtung. Und dann brauchen wir noch da hinten. Oder war das hier? Nee, ich glaube, es war hier hinten Beleuchtung. Beleuchtung. Dekoration, Werkbänke, Badezimmer, Leitern. Nee, das war an der ersten, an der normalen Werkbank. Hier an dieser, glaube ich, Lichter. Und da gibt es ja alle möglichen, es gibt ja Laternen, ne? Es gibt hier diese, es gibt diese, auch sehr schön. Das sind diese Feuerlaternen. Es gibt aber auch diese Wandlampen. Und davon wollte ich mal ein paar machen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Erstmal, die sind noch umsonst, also kostenlos sozusagen. Dann hängen wir die in der Küche auf, weil ich finde, die passen sehr gut zur Küche. Und es spielt mittelalterliche Musik im Hintergrund, aber hier Rising World entwickelt sich eigentlich eher zu einem sehr modernen Spiel. Muss ich ja sagen, ist aber auch nicht schlecht, ist mal was anderes. Und jetzt könnten wir ja vielleicht, passt mal auf, Freunde. Wir haben jetzt ja hier diese Blöcke. Ich pack mal die Spitzhacke weg, Axt, Spitzhacke. So, wenn ich jetzt sagen, Ted... So eventuell, ne? Wir machen jetzt hier so ein... Oh, Mist. Wir dürfen die nicht verschwenden. So viel haben wir nämlich davon auch gar nicht gemacht. Wir machen jetzt hier so eine... sozusagen so ein Abzug hin. Wo, wenn man hier arbeitet, ne? Das die schlechte Luft. Da sind wir hier sehr, sehr bedacht drauf, dass die schlechte Luft hier immer abgesogen wird. So, dann haben wir nämlich hier das. Dann würde ich nämlich sagen, wie viel haben wir denn hier? Wenn wir jetzt hier jeden zweiten, eins,
2. Da wieder so ein Ding hin. Ich mach das mal. Das jetzt so machen. Geht sich das aus? Das geht sich nicht aus. Es geht sich nicht ganz aus. Ja gut, dann machen wir das hier so. Genau. Das ist aber blöd so, ne? Das ist eigentlich blöd. Da müssen wir es durchgehend machen. Und hier dann die Lichter drauf. Genau. Machen wir es durchgehend und hier die Lichter drauf. Das kriegen wir hin. Und dann machen wir es hier in zweiter Position hier hin. Das erste Licht. Wo haben wir die? Hier haben wir 10 Lichter. So. Die sind ganz schön klein, ne? Gitter einblenden. Wir können die natürlich so hinsetzen. Wir könnten auch Doppelreihen machen. Aber so reicht das eigentlich aus, ne? Oh, das dauert ganz schön lange, so ein Licht zu setzen. Hier ein Licht hin. Hier ein Licht hin. In der Küche muss es immer schön hell sein. Die sind, ich dachte, die sind größer. Ich dachte, die sind etwas größer, aber ist egal. Und guck mal, wie schön hell das jetzt hier wird. Mit unserer Spezialküchenbeleuchtung. Wunderbar. Und dann hat man nämlich eine schöne, helle Arbeitsplatte. Da kann man noch gut dran arbeiten. An der Platte. So, guck mal. Da muss noch eine hin, ne? Nicht schräg. So, wunderschön. Und dann können wir hier auch noch eine hinsetzen. Und dann haben wir es aber richtig hell. Und das ist ja auch total wichtig. Dass es schön hell ist am Arbeitsplatz. Na, das sieht doch schon mal gar nicht so gut aus, oder? Nein, wir wollen jetzt keine Lichter mehr anbauen. Wir wollen jetzt einen Tisch bauen. Einen schönen Tisch. So, dann kann man hier nämlich hin. Hier hinten könnte man jetzt noch irgendwie ein Bild hinmachen oder sonst was. Oder sonst was. Ja. Irgendwie, das passt hier noch nicht richtig rein, ne? Habt ihr recht. Ja, man darf es aber auch nicht übertreiben. Man darf es nicht übertreiben. Das heißt, wir könnten den Schrank abreißen, da so einen Viertelschrank hinmachen. Passt mal auf. Ich weiß, ich treibe euch immer in den Wahnsinn mit solchen kleinen Frickeleien. Aber es soll ja auch richtig cool aussehen hinterher. Und dann, wenn es richtig cool aussehen soll, dann muss man auch mal was abreißen. Da muss man sich auch mal trauen. Und ich weiß, wir haben da richtig viel Geld ausgegeben für dieses Ding. So, den weg. Die Mauer weg. Die Mauer weg. So, und da dann so ein Viertelschrank rein. Ich glaube, den haben wir sogar noch in der Tasche. Und dann die Kurve. Wir probieren es einfach mal, ob es geht. Ja, das ist, Küchenbau ist nichts für Weicheier. Da ist er. Hier, da ist der Viertelschrank. Das macht unser Bein immer noch gebrochen. Aber wir sind natürlich hart im Nehmen und arbeiten trotzdem weiter, obwohl wir mit gebrochenen Beinen, normal können wir uns krank schreiben lassen. Machen wir aber nicht. So, der kommt hier dran. Müssen wir wahrscheinlich nochmal einen kleiner schalten. Das geht da. So, ja. So, ja. Passt das so? Ich weiß es nicht. Ja, sehr schön. Und jetzt brauchen wir eine Kurve. Dann müssen wir wieder runter. Ich trinke nochmal einen Schluck, weil ich schon wieder hier am Hustern bin. Dann ist da hier jetzt rum und dann auch so raus wie da. Dann ist das nämlich parallel wie eine Schablone. Wie eine Schablone. Ja. Das ist richtig. Und dann machen wir gleich einen Küchentisch auch. Dann haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen. Das ist gut. Und dann müssen wir mal gucken, was wir da für einen Tisch nehmen. Also erstmal brauchen wir jetzt, das war ja unter Geländer. Nee, unter Werkbänke, Tische. Nee. Doch, Küchenzeile, klar. Jetzt brauchen wir eine Ecke. Eine Ecke. Und da brauchen wir ganz viel Holz für. Okay. Holz können wir aber auch so im Crafting-Menü herstellen, glaube ich, ne? Allgemein Rohstoffe, Holz. Ja, geht auch hier. Brauchen wir nicht immer hin und her rennen. Muss ja nicht sein. Dann werdet ihr auch wahnsinnig. So, ganz viel Holz hergestellt. Und daraus machen wir jetzt nicht Holzbalken, sondern Tische. Und das waren hier Ecke. Eine Ecke, okay. Eine. Das ist teuer genug. Und jetzt brauchen wir noch einen schönen Küchentisch. Das sind alles, die sind alle nicht schön. Das ist ein Wohnzimmertisch. Schreibtisch, runder Tisch. Das ist schon eher so ein Küchentisch. Beistelltisch, Gartentisch, ein Tisch. Tisch. Das ist ein Küchentisch für mich. Und welche Farbe nehmen wir da? Wahrscheinlich. Warte mal. Wir machen den in der gleichen Farbe wie dieses, was wir da haben.
So, das. Man kann das Rotieren auch stoppen. Ne? Hier oben kann man das Rotieren stoppen. Welche Farbe nehmen wir denn da? Den finde ich ganz schick. Der sieht aus wie von ne, dem großen Möbelhaus. Oder den. Ich glaube eher sogar den hier. Wir machen mal einen. Der ist, glaube ich, nicht ganz so teuer. Was kostet der? Benötigt 10 Holz. Ja, komm, machen wir. Und dann könnten wir auch gleich die passenden Stühle dazu machen. Bauelemente, Stühle, Tische, Sitze. Was haben wir? Ein Sessel wäre blöd in der Küche. Das wäre auch ein schöner Küchentisch eigentlich. Aber Stuhl, ein Thron. Na klar, ein Thron aus Stahl, aus Eisen. Nee, das hier. Und die haben wir bestimmt auch in der gleichen Farbe. Das ist das. Dann nehmen wir 1, 2, 3, 4. So das typische Set. Set. Na, okay. Die nehmen wir jetzt mit hoch. Und dann können wir gleich da schön einen Küchentisch auch bauen. Ist. Stuhl hier hochschleppen. Ist. So, hier rein. Aber erstmal wollen wir jetzt die Ecke dran bauen. Die Ecke dran bremseln. Und jetzt wissen wir ja, wie es geht, ne? Und guck mal, das passt nämlich. Das passt nicht fast, das passt ganz genau. G für das Gitter, ganz wichtig. Und jetzt können wir den hier nicht hinbauen. Doch. Hier, so, ne? Oder... Oh. Warte, ich muss mal kurz ein bisschen rumgehen. Oh, das ist aber... Mhm. Es muss aber dran, ne? Dran muss es. So, Ecke. Ja, ihr seht das Problem, ne? Ihr seht das Problem, ich sehe es auch. Aber es passt natürlich wie auf Eimer auch. Und dann müsste da ja noch ein Schrank dran. Und zwar so ein Schrank. Gut, den bauen wir gleich dran. Jetzt machen wir einmal die Stühle und den Tisch. Und die würde ich hier natürlich vors Fenster stellen. Ganz klarer Fall. Ganz klarer Korn. Der Tisch kommt hier hin. So, es muss aber noch genug Platz sein, dass da überall auch dran sitzen können. Und wisst ihr was, das mit den, dass man das so frei alles stellen kann, ist gar nicht so der große Riesenvorteil. Denn dadurch kann man auch viel sich verbauen, glaube ich. Wir stellen jetzt mal hier hin. Oder drehen wir, ne? Wisst ihr, so, dass man so, dass die ganze Familie so sitzen kann. Und der Familienoberhauptvogel, der kann dann da vorne sitzen. Und kann aus dem Fenster gucken, der Rest, der, so, ne? Stellen wir mal hier hin. Ist das Mitte ungefähr? Ungefähr, ne? Ja. Zack. Tisch. Und jetzt kommen noch ein paar Stühle dran. Hier die. Die schönen Stühle. Und machen wir wieder das Gitter an. Aber so viel bringt uns das jetzt auch nicht. So. Hier, wir stellen die so ein bisschen unter. Oder ein bisschen ab, damit man sich da auch ransetzen kann, ne? So ungefähr. Ein Stuhl. Noch ein Stuhl. Sieht da ein bisschen, wenn das alles so gerade ist, sieht das aus wie im Einrichtungshaus. Wollen wir natürlich auch nicht. Den müssen wir drehen, genau. Und vielleicht stellen wir den einen einfach mal so hin. Oder so, so ein bisschen so schräg. Damit das nicht so aussieht, als wenn hier keiner wohnt. Sieht ja aus, als wenn hier keiner wohnt. So. Einer so. Und der andere, den stellen wir wieder gerade hin. Und zwar hier vorne vor, meinetwegen. So, der kommt hier vorne vor. Dann können wir uns nämlich heransetzen zum Essen. So. Oder machen wir ihn hier hin. Nicht, dass wir uns so viel Platz verbauen. Manche sitzen ja auch so am Tisch. Die Lehne so nach vorne. Und dann so mit dem Bauch gegen die Lehne gegen. Das können allerdings nur sehr schlanke Menschen machen. Hier sitzen die Kinder. Ne? Die lassen jetzt immer alles unordentlich stehen. So, und dann kann man sich nämlich auch draufsetzen. Das geht auch. Kann sich hier so hinsetzen. Und dann kann man aus dem Fenster gucken beim Essen. Total gut. Oder der Mutter beim Essen, bei der Essensbereitung zuschauen. Sehr schön. Ein Dach muss hier natürlich auch noch rein. Das würden wir dann wahrscheinlich auch irgendwie aus dem Kram machen. Steine haben wir auch ein paar gesammelt. Wunderbar. Wir haben alles da. Wir haben alles da. Der Herd fehlt natürlich dann noch. Aber den haben wir hier. Da können wir uns doch eigentlich jetzt gleich mal, wenn wir schon dabei sind, öffnen. Öffnen. So ein schönes Rippchen hier draufhauen. So. Und das lassen wir jetzt aber nicht anbrennen. Und jetzt schalten wir den Herd auch ein. Ein- und ausschalten. Ah, und machen den Smoker auch zu. Schließen. Ah, schön. Jetzt kam das jetzt da oben raus. Oh, das kann man schlecht sehen. Ich zoome mal.
Na, nee, 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 nee. Ja. Okay, die Küche ist fertig. Ich sehe auch gerade die Folge schon wieder um. Verdammt, das ist aber nicht so schön. Da in diese Ecken würde ich ganz gern keine Fenster, sondern noch irgendwie so schöne Elemente reinmachen. Zum Beispiel so runde Balken. Der Tisch ist fertig. Und wir wollten noch ein so ein Element bauen da unten. Das machen wir noch schnell, bevor die Folge rum ist. Und dann könnt ihr mal schreiben, was wir dann in der nächsten Folge machen wollen. Ich glaube, da machen wir dann unten an der Brücke weiter. Und oder wir machen die Küche erstmal zu Ende. Nicht, dass wir hier 1000 angefangene, ihr wisst schon, ne? So, unsere Bauelemente. Wir haben noch da Favoriten, oder? Ah, ne, das waren ja Blöcke. Oh Gott. Ups. Blöcke. Unser Knochen ist immer noch gebrochen. Ihr könnt ja mal schreiben, wie man das ändern kann. Die Dinger waren das, ne? Man könnte natürlich jetzt... Nein. Und zwar war das dann... Müssen wir so rum. Das Rotieren habe ich ausgeschaltet. Ich glaube, das bringt ein bisschen Performance. So, das dürfte reichen. Und irgendwas wollte ich noch... Irgendwas wollte ich noch. Genau, ich wollte noch ein Küchenelement bauen. Und zwar waren das ja Tische. Und dann war das hier Küchenzeile. Oh, ich muss jetzt echt aufhören. Okay, und die sind ja teuer genug. So, jetzt rennen wir schnell hoch und bauen dieses eine Küchenelement noch an. Nicht, dass wir es vergessen. Bis zum nächsten Mal. Hier muss noch eine schöne Küchentür rein. Und hier, ne, ihr wisst schon, wollte ich halt diese Dinger reinbämseln. Zack, zack und zurupp. So, dann ist es so ein bisschen unterschiedlich, aber nicht doll, ne? Also Blockhaus-Style. So, zack. Und jetzt noch das Küchenelement dran gebaut und dann sind wir wieder mit dem nächsten Bauabschnitt hier fertig. Die müssen wir allerdings jetzt drehen, unbedingt. So. Einmal noch, genau. Dann das Gitter wieder einblenden, nicht vergessen. Die Sache mit dem Gitter ist toll, Jungs. Die habt ihr echt klasse hingekriegt. Und dann müssen wir das hier rankneten. So ist richtig, glaube ich, ne? Hoffe ich. Oh, ja, sieht gut aus. Schrank geht auch noch auf. Da können wir dann auch schon mal was reinpacken. Ist doch schick. Gut, hier müssten wir dann halt noch runtergehen. Oder uns hier noch was überlegen. Ah, guck mal, da haben wir noch welche. Oh, das war die Gartenfackel, das war falsch. So. Ja, Freunde, das war's wieder von Rising World. Wir drehen das mal und das geht auch. Können wir anbauen. So, zack. So, haben wir hier auch einen Abschluss. Können da unten sogar noch einen setzen. Damit wir hier keine Dreckkante haben, ne? Das können wir hier auch machen. Da, hier ist das schon. Und wir gucken mal in unseren Smoker. Öffnen. Ist das schon fertig? Ich glaube nicht. Ich nehme es mal runter lieber. Und schalte den Smoker mal aus. Nicht, dass wir noch irgendwie... Machen wir es in der nächsten Folge fertig. Ich bleibe hier einfach stehen und sage, liebe Freunde, das war's wieder einmal aus dem schönen Google-Tal. Gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.